So, und damit können wir jetzt endlich das letzte Kapitel. Es gibt auf der Oberadin nichts mehr zu tun. Können wir das letzte Kapitel jetzt freischalten? Das ist sehr schön. Dann gehen wir doch raus. Und dann können wir noch mal das Endgame hier einleiten, wa? Wir müssen noch ein schönes Fortsetzungsfold hier reinmachen. Mal gucken, wie lange das hier noch dauert. So, lass mich runter. Weil jetzt können wir gehen, jetzt können wir nämlich das ultimative Ende freischalten, wo wir nämlich jetzt alles enträtseln. So soll das sein. Können wir gehen? Ja. Das ist kein Problem, mein guter Mann. Ich bin fertig hier. Finally. Sit down so you don't fall out. Ruder, Ruder, Ruder. So, jetzt kommt nochmal die ganze Zusammenfassung von der Kompanie. Ja, weil wir jetzt hier alle soweit zugeordnet haben, bis auf drei oder so. Ne, den Martin, der fehlt ja noch. Der Dahl, der fehlt. Und noch irgendein Offizier, ne? Einfach mal durchblättern. So, unterschreiben. Azurgrau. Was auch immer da steht. Das könnte auch ein Stern sein. Die Taschenuhr verbleibt in ihrem Besitz, wie gehabt. Das Buch schicken wir nach Marokko. Hier könnte man schön einen Skip-Button einbauen, das wäre toll. Ne, weil jetzt wachen wir auch wieder auf, wir kriegen Post. Später. Oh, wir waren noch nie hier. Tee. Genau, open a window, please, aber nicht, wenn es regnet. Aha, diesmal haben wir Tee. Nur nicht, dass wir schlafen gehen, sondern es ist ein größeres Paket. Jetzt sind wir nochmal gespannt. Was ist da drin? Was riecht denn so fürchterlich? Ingwer. Oberinspektorin, ich bedauere Ihnen auf diesem Wege die betrübliche Mitteilung machen zu müssen, dass Dr. Evans von uns gegangen ist. Er lag kurz nach Erhalt Ihres Pakets seiner Krankheit. Er zeigte sich von Ihrer Korrespondenz sehr angetan und bat mich als Zeichen seiner Dankbarkeit, Ihnen Ihr Buch wieder zukommen zu lassen, mitsamt den Mitteln, um es abzuschließen. Was uns drei Überlebende angeht, so ist die Obra Dinn eine schreckenhafte Erinnerung und ein grässliches Kapitel unseres Lebens, das wir aus unserem Gedächtnis zu verbannen suchen. Bitte nehmen Sie Abstand von einer Antwort. Hochachtungsvoll, Jane Bird. Da ist der Brief, okay. Da ist ein Buch. Ein anderes Paket. Oh, Spannung. Eine Affenhand. Monkey Paw, ich darf mir was wünschen. Tja, und jetzt dürfen wir hier gucken, wie ist dieser Affe gestorben? Und so kommen wir nochmal zurück. Auf die Obra Dinn.
We need to go. Right. There you go. What are you up to? Nothing, Bruce. Okay, das ist Henry Evans. Und er hat den Affen erschossen. Du hast meinen Affen erschossen. Ach, guck mal, hier ist der Dahl. Sehr wahrscheinlich verbrannt. Aber wir sind im Lazarett. Oder ist es das Lazarett? Ja, gut. Okay. Na, also viel passiert jetzt hier nicht mehr, aber wir hangeln uns jetzt noch, sag ich mal, an den letzten paar Kapiteln lang, um die letzten drei Leute hier noch irgendwie... Diese Geschichte gehört nur Ihnen. Bitte führen Sie sie zu Ende. Dass wir hier die letzten Leute noch alle erkennen und abschließen können. Und auch das geht jetzt wieder rückwärts. Und der hat den Affen natürlich nur noch reingeschmissen, damit eben die Geschichte zu Ende erzählt werden kann, warum auch immer. So, ein freundlicher, aber nicht ganz gänzlich erbaulicher Affe wurde im Dienste der Wissenschaft geopfert. Ja. Oh nein, Martin ist tot. Der Arme. A third shell. Captain didn't toss them all. Leave it. Help me lift this. Stop, why? Well, set you free. Give it the shell. Do it. Hier, bitteschön. Hoist it out. To the main deck. Throw it over. Lock the door when you leave. Get the tail, boy. Ja, die wollen einfach nur ihre Muschel zurückhaben. Sonst nix. You return. The ship. The Uberton. Tja. Schade. Ist gedingst worden von einer barbusigen. Na komm hier. Grabbel, grabbel. Von einem Monster erstochen. Aufgespießt. Vor allem hier ist auch ein Speer drin. Das ist, glaube ich, die nächste Leiche. Ist sie jetzt tot oder wird die jetzt einfach nur zurückgeschmissen? Ja gut, aber das Desaster fing halt an. Ne? Die Formosa hatten die Muschel irgendwie dabei. Dann kam der Nichols. Und hat gesagt, hey, ich will die haben. Und dann wollten die mit dem Ruderboot 3 Tage, glaube ich, nach Marokko. Dann sind die Viechers aber gekommen, die haben sich gewehrt und dann sind wir zurückgerudert und dann sind die halt zurückgekommen und haben gesagt, wir wollen unsere Muschel wieder haben und haben das halbe Boot, das halbe Schiff malträtiert und kaputt gemacht. So, von einer schrecklichen Bestie aufgespießt. Jetzt müsste der Dahl kommen. Nee, dieses Viech. I'll kill every last one of you monsters. Withdraw the Kraken, or I will kill you all! Na, aber dann ist die Frage von wegen, hey, Mutiny, lalala, weil ja am Ende der Hoskart ja gesagt hat, Captain, mach die Tür auf, wo sind die Muscheln? Weil die, glaube ich, die Schätze alle haben wollten. Und er einfach nur das Schiff nach Hause fahren wollte. So, da ist der Martin noch nicht drin. Das ist aber alles nach dem Sturm passiert, ne? Genau.
Weil beim Sturm war der Martin ja noch da, wo die Abigail plonk, ne? Dann ist der Kram hier passiert. Und dann kam die ganze Mutiny-Geschichte mit Captain, wir müssen den Captain, lalala. Eine elendige Beste kämpfte gegen ihren Kerkermeister und wurde deswegen aufgespießt. Noch mehr Bestien, die aufgespießt wurden. Call it off, Daniel. This is your Kraken. You've brought it here. Send it back. Ja, genau. Er wollte einfach nur, dass der Kraken aufhört, hier anzugreifen. Ja. Aber sieht schon witzig aus. In der kleinen Vorschau, hier in der Fenstervorschau, die ich hier habe. Wenn man so weiter wegguckt, sieht das Ziel schon sehr cool aus. Nur hier ist halt Pixel, ne? Aber gut, ist wie das. Hat auf jeden Fall seinen Charme. Die Grafik. Das trotzige Geschrei einer ruchlosen Kreatur wurde mit einer letzten Kugel zum Verstummen gebracht. Aber warum ist das Lazarett? Lazarett ist doch eher Krankenflügel, oder nicht? Wie kann man, liegen die dann da oder was? Das ist doch ein Kerker. Das ist doch ein Gefängnis. So, und hier haben wir den Dahl. Den Philipp, den Armen. Ne, da ist er nämlich angekettet worden. Genau, lang erstmal rein, weißt du? Herr mein Gott. Herr gütiger Gott, ja, du bist verbrannt. Das ist nämlich kein Quecksilber. Sondern etwas anderes, keine Ahnung. Da ist auch eine der Muscheln und deswegen kommen auch nochmal Leute hier an Bord. Deswegen. Genau, weil die den Kram auch wieder reingestellt haben. Ja. Schlecht, ne? Warten wir das auch nochmal ab. Dann können wir nämlich seinen Tod auch jetzt bestätigen und dann sind wir, glaube ich, durch. Ja, der gute Kerl ist verbrannt. Schade. Wohlgetan, alle Schicksale korrekt. Jetzt haben wir den Martin noch. Und damit ist jetzt alles gesagt und getan. Ja. Klack, sind wir endlich raus. Und tschüss. Weg von diesem verfluchten Schiff. Kann ja nicht sein. Genau, schieb das Buch einfach in den Schrank und lass es da stehen. Fantastisch. Also ja, die Story selbst muss man sich so ein bisschen zusammenreimen, echt. Ende. Und, ja, das war's mit Return of the Obra Dinn. Und, ja, diesmal lasse ich die Credits auch durchlaufen. Für meinen Vater auf mich schön. Und, diesmal weiß ich sogar, was ich als nächstes mache. Und zwar The Case of the Golden Idol. Ne, das ist jetzt hier so ein bisschen wieder Theme mit so Detektivspielen, weil das hatte ich jetzt schon ein bisschen länger geplant. Eben, weil das quasi, ne, so das Detektivspiel erstmal ist, von vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, also es zählt noch drin, also scheint das ein bisschen älter zu sein. Noch, ich weiß gar nicht von wann das Spiel ist, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, Keys of the Golden Idol schlägt in eine ähnliche Kerbe, habe ich erst letztens gespielt, tatsächlich, oder vor ein paar Monaten.
Und geht in eine ähnliche Richtung, wo man halt auch Sachen kriegt und man muss dann zusammen rätseln. Das ist ganz cool. Das basiert auch alles auf irgendwie so einem Video von, wie hieß das denn? Writing on Games oder irgendwie so ein YouTube-Channel, muss ich verlinken, der eben dieses Detektiv-Videospiel-Thema thematisiert hat. Ja, Detective Games. Wer war das denn? Ich gucke mal eben nach. Wie hieß der Kerl denn? Was war das? Irgendwie Video Game Theory, wie hieß der Kerl denn? Wo ist er? Game Maker's Toolkit? Genau, Game Maker's Toolkit war es, glaube ich. Videos. Ich glaube, jetzt müssen wir vorstellen, dass er sowas macht. Da, Detective Games. The Three Types of Detective Game. Von vor 4 Monaten, als ich das hier aufnehme. Muss ich mal verlegen. Ich hoffe, ich denke dran. Und da war eben drin halt Return of Obadin. Und eben auch Case of the Golden Idol. Und das Spiel, was ich danach noch machen werde, Chance of Senar. Und ja, das sind halt diese Clue-based und was hat er gesagt? Dieses. Oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, verdammt. Dieses gegenseitig sich auflösen von. Ne, nicht Widersprüchen, aber. Oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Mann. Mann. Egal. Investigativ, also man kann wohl mit. Wort die Fälle halt lösen, ohne groß irgendwie wirklich. Wie auch immer, guckt euch das Video an. Ich mache mich hier gerade zum Affen, weil mir dieses scheiß Wort nicht einfällt. Gleich, wenn ich auf Pause hier drücke, um die Aufnahme abzubrechen oder fertig zu machen, dann fällt mir das Wort ein, garantiert, wenn ich an irgendwas anderes denke. Wie dem auch sei, die Credits laufen und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder, nämlich in Case of the Golden Idol. Spaßig, kleines Spiel, gemacht in Godot. Wunderbare Engine. Bin ich selber gerade mit dran, immer noch am Machen und am Rumprobieren. Vielleicht kommen auch irgendwann da mal Tutorials. Danke fürs Spielen. Guck mal, haben wir die Credits noch. Guck mal, 2014. Wo man das mit SZ noch geschrieben hat. Cool, waren wir die deutsche Rechtschreife vor uns 2015? Keine Ahnung. Aber ja, Return of the Obadin, ein Spiel von Lucas Pope. Super Spiel. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.